FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Der Rasen an der Sebener Straße kann heute tagsüber gepflegt werden. Die Mannschaft legt erst am Abend um 18.30 Uhr eine Trainingseinheit hin, um sich auf den Supercup am Samstag in Dortmund vorzubereiten. Davor wird Pep Guardiola den 2:0-Sieg im Uli Hoeneß Cup gegen den FC Barcelona noch einmal aufarbeiten, den ja Philipp Lahm mit seinem Kopfballtreffer so schön einleitete. Ja, das war ein guter Ball von Frank und ich komme hin. Ich weiß nicht, ob der Gegenspieler hinter mir auch noch mal dran war. Ich spiele auf einer anderen Position, das ist ein bisschen offensiver, da trifft man auch gelegentlich, das hat man am Wochenende gesehen und ja, es ist schön, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte mit dem 1-0, nicht mehr und nicht weniger. Tja, aber was die Torausbeute betrifft, ist es eher deutlich mehr als gewohnt. Das 1-0 war schon der dritte Treffer in 4 Vorbereitungsspielen, die Philipp im Mittelfeld bestritt. Aber Pep Guardiola stellt auch klar, wenn es richtig losgeht und alle wieder dabei sind, wird der Kapitän die Binde wieder hinten rechts auf dem Spielfeld tragen. Philipps Stellvertreter war gestern einfach nur froh, endlich wieder dabei zu sein. Das erste Mal in der Saison, dass ich überhaupt das Trikot anhatte. So lange bin ich noch nicht im Training dabei. Ich bin immer noch in der Aufbauphase. Ich finde, das war es gut, heute 20 Minuten ein bisschen da Luft zu schnappen. Und ja, aber ich hoffe, dass es bei mir persönlich von der Gesundheit her besser wird und dann auch für längere Minuten reicht. Der FC Bayern wächst unaufhaltsam. Die Mitgliederzahl ist in der letzten Saison um fast 30.000 auf aktuell 217.241 Personen gestiegen, wenn sie nicht schon die nächsten angemeldet haben. Um Benfica Lissabon als mitgliedstärksten Verein der Welt abzulösen, fehlen nur noch gut 7.000 neue Mitglieder und noch eine unglaubliche Zahl. Den FCB Kids Club gibt es gerade mal 2,5 Jahre. Jetzt konnte bereits das 20.000. Kind begrüßt werden. Nicht nur Maskottchen Bernie sagt allen Kids vielen Dank. Zwei absolute Spitzenreiterzahlen. Vorübergehender Tabellenführer könnte die zweite Mannschaft morgen in der Regionalliga Bayern werden. Nach 2 Siegen beginnt die dritte Partie um 18.30 Uhr beim SV Schalding-Heining. Bis morgen also. Servus.